Und das hat sie ausgezeichnet. Sie hat gesagt, mein Mann hat ein wichtiges Amt. Was kann ich tun, um Menschen zu helfen? Und dann hat sie gesehen, welches Leid über Familien gebracht wird, wenn gerade Unfälle gestehen, junger Menschen mit Motorrädern, mit Fahrrädern, im Haushalt, ganz egal wo, und wie sie davon betroffen sind und darunter zu leiden haben. Und dann hat sie gesagt, da will ich etwas für tun, damit man diesen Familien und den Betroffenen von Schädel-Hirn-Verletzten helfen kann. Und das hat sie ausgezeichnet in einer ganz besonderen Form. Und sie hat es ja dann während der Kanzlerschaft von Helmut Kohl, aber auch danach fortgeführt. Sie hat damit nicht geendet, sondern bis zu ihrem Tod hat sie jeden Tag für die Stiftung gebrannt und dafür gearbeitet.